Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya, die gerade hier chillt und irgendwie grillen will, I guess. Ich war nämlich gerade nochmal in dem anderen Haushalt, nämlich von Elaine und Mizuki, weil ich den beiden ein kleines Umstyling gegeben habe. Weil irgendwie sahen die dann doch sehr jung noch aus. Und es ist ja jetzt schon auch ein wenig Zeit vergangen. Es ist kein crazy Umstyling, ich habe nur minimal so ein paar Sachen geändert, so dass die jetzt so krass viel bauchfrei getragen haben und sowas, ne? Das macht die ja nochmal ein bisschen jünger. Das habe ich jetzt einfach abgeändert. Und Mizuki hat mal eine neue Frisur bekommen, weil sie hat seit dem Andi-Uni-Let's Play nie eine neue Frisur bekommen, soweit ich weiß. Und das hat sie sich jetzt einfach mal verdient. Beim letzten Mal haben sich Amaya und Jeremy tatsächlich verlobt, ohne dass ich das irgendwie initiiert hätte. Jeremy hat einfach von sich aus gefragt und Amaya hat ja gesagt. Ich bin immer noch ganz hin und weg deswegen. Wir können ein paar unserer Pilze entwickeln. Jawollo. Ich weiß bis heute nicht, was genau es bringt, wenn die weiterentwickelt sind. Kriegt man dann mehr Geld? Ich habe ehrlich gesagt nie wirklich drauf geachtet. You stink. Es regnet zwar, aber hast du trotzdem Lust, ein bisschen Fahrradfahren zu üben? Guck mal, ein blauer Helm. Passt perfekt zum Fahrrad. So, dann mach hier bitte noch einmal sauber. Und vielleicht nutzt du dann einfach mal die Zeit und nimmst ein Video auf. Oder sie streamt. Kann auch streamen. Und dann kann sie ja ein bisschen gefühlvoll spielen vielleicht. Du hast keinen Bock mehr. Du fühlst dich zu unwohl fürs Fahrradfahren wahrscheinlich. Dann setz dich doch einfach mal an den Rechner. Ein Rechenspiel, weil sie möchte ja in Clues Kind sein, ne? Amaya hat 69.824 Follower. Wow. Weißt du, wenn du dich so dahin drehen würdest, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen cooler für die Stream-Zuschauer. Ich meine ja nur. Hier werden auch immer weniger Videos irgendwie angezeigt, ne? Es ist stressig. Aber das Stream bringt, glaube ich, so mit am meisten Ruhm. Deswegen wäre es schon cool. Amaya hat bald Geburtstag. I can't believe this. Ja, ja, die Batterie ist schwach. Ist doch okay. Chill deine Base. Was machen wir eigentlich mit dem ganzen Geld? Haben wir irgendwelche Pläne, Leute? Also wollen wir nochmal umziehen oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Müsst ihr mir sagen. Was planen wir? Worauf sparen wir? So, Stream ist beendet. Nein, du schlägst jetzt nicht in Teddy. Sie mag Videospiele nicht. Vielleicht ist das einfach so. Das ist kein Problem. Und Amaya arbeitet natürlich weiter und nimmt jetzt nochmal kurz einen Vlog auf. Das ging schnell. Ich bin jetzt Streamerin. Hashtag Stream. Hashtag Twitch Girl. Hashtag Livestream. Warum mache ich das eigentlich jedes Mal? Hauptsache, das ist gute Qualität, obwohl es nur 2 Sekunden geht. Soll mir aber recht sein. Sie hat keinen Bock. Gut, dann lass es halt sein. Weiß aber jetzt nie, was du jetzt sonst von mir willst, so. Da es Samstag ist, können wir ja vielleicht einfach mal Oma und Oma besuchen. Es ist so dumm, dass dieses Haus hier nicht angezeigt wird, ne? Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Die Seite von dem Haus ist aber auch echt nicht so grandios, ne? Also, es ist wirklich ein süßes Haus, aber also, das sieht schon ein bisschen wild aus. Bürgermeister Schnurrhaar, hello. So, Elaine ist am Schwimmen. Mizuki chillt hier. Ach, sie sieht so süß aus in dem Outfit jetzt, ne? Weil ich konnte den Pullover auch nicht mehr sehen. Und ich habe ihr jetzt diese Brille komplett weggenommen. Ich glaube, das liegt an MCC, dass sie das jetzt immer bekommen hat. Weil in einem Outfit hat sie die ja sogar getragen. Aber ja, irgendwie. Mich hat genervt, dass sie die halt immer wieder bekommen hat. Und das macht halt irgendwie nicht so viel Sinn. Also, weil das halt dann bei allen Dings so war. Genau, lernt euch mal ein bisschen kennen noch mehr. Ist das schön. Vor allem hier ist voll gutes Wetter, ne? Vielleicht kann sie dir helfen, ein bisschen Fahrrad zu fahren? Ach, du Süßmaus, ey. Bürgermeister Schnurrhaar, I miss you a little bit. Ja, ich glaube, dass sie dem Fahrrad fahren würde irgendwie nichts. Weiß ich nicht. Schön, schön. Fragen, ob Meerjungfrau ist. Weil sie pinke Haare hat oder was? Aber wir können ja eine Runde bilden. Und dann können wir doch einfach mal gemeinsam schwimmen gehen, oder? Wenn ihr schon so einen Pool habt und es warm ist. Vielleicht erzählt sie ja auch von dem Urlaub. Und plumps. Das ist doch süß. Kannst du sie anspritzen mit Wasser? Da sehe ich euch nämlich. Falsche Richtung. Was, wenn wir einfach mal helfen, schlechte Beziehungen zu kitten? Hat es anscheinend nicht so gut geklappt. Naja. Wo hast du das Pferd her? Muss ich mir Sorgen machen? Boah, ich bin so krass müde, ne? Bitte helfen Sie mir. Vielleicht kommst du einfach mal hier hin. Oh mein Gott, wie süß. Man kann nach Hochzeitstag fragen. Sie kann ja quasi die Verlobung einfach mal, kann sie ja von erzählen. Ich glaube schon, dass sie das machen würde. Vor allem jetzt, wo sie sich so ein bisschen wieder annähern. Oh, sie freut sich auch trotzdem für sie. Auch wenn sie Jeremy nicht mag, ne? Respekt zeigen.
Allein, dass sie sich jetzt halt so nebeneinander hinsetzen und miteinander reden. Ich finde es einfach so schön. Es zeigt einfach auch, was für einen weiten Weg wir schon gegangen sind, ne? Können wir doch nach Tag fragen, so nach dem Motto, hey, ja, wie war's denn so mit Celeste? Er ist noch nicht mehr ein Teenager, Leute. Warum verärgert? Nein, nein. Wir sind verlobt. Deswegen haben wir übrigens auch keine Turn-ons und Turn-offs gegenüber ihm, weil Teenager und Erwachsene ja vom Spiel selber aus gar nicht miteinander romantisch sein können. Das zählt ja nur über die Mod. Vielleicht setze ich jetzt noch einmal kurz zu Mizuki. Sie erzählt das natürlich dann auch nochmal mit der Verlobung. Sie freut sich auch sehr drüber. Süß. Warum ist sie sehr wütend, though? Wie hast du mich gerade genannt? Weil beschimpft wurde. Von wem? Was habe ich schon wieder verpasst? Oh, da ist jemand extrem müde. Wir müssen aber jetzt trotzdem nach Hause. Wir können nicht immer woanders schlafen. Was ist hier denn passiert? Will ich's wissen? Ich weiß ja nicht. Weißt du, man drückt aus Versehen auf eine falsche Stadt und findet dann Dinge? Ich weiß doch auch nicht. Hast du vielleicht jetzt Lust, nochmal ganz kurz vielleicht das Video zu bearbeiten? Und dann isst noch ein paar Chips und dann kannst du schlafen. Good night. Wie immer ist Celeste die Erste, die aufsteht. Wie sie morgens aber auch immer erstmal Fernsehen gucken muss, ne? Weil Frühstück ist auch irgendwie süß. Es ist zwar kalt, aber hast du jetzt Lust, ein bisschen Fahrrad fahren zu wollen? Das macht keinen Sinn. Fahrradfahren ist jetzt ihr Ding, so. Und da muss jemand mal ganz dringend auf Klo. Dann wird hier weiterentwickelt und dann schmeißt sie vielleicht einfach den Stream nochmal an. Und dann kann sie sich um ihren Garten kümmern. Und danach könnte sie vielleicht nochmal ein bisschen joggen gehen. Okay, und sie wird auch stetig besser. Wieso ist da eine Karte drin? Aus welchem Grund? Warum macht man das? Sie hat fast 100.000 Follower. SOS da hinten. Sie zeigt quasi einfach mal ein bisschen Windenburg nebenbei. Och, und die Maus macht hier sauber. Ey, das müsstest du gar nicht tun. Ich vermute übrigens, dass wir Jeremy auch nicht in den Haushalt quasi einladen können. Eben weil das Alter nicht passt. Hör auf! Lad deinen Dad mal ein. Hallo. Can you please put it in your inventory? Weil ich möchte das wieder auf meinem Grundstück haben, danke. Nicht klug genug? Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug. Was meinst du? Glaube, Amaya würde sagen, konzentriere dich auf andere Themen. Weil sie ist ja auch nicht in allem perfekt, ne? Also... Oh! Die Konfliktlösung von Celeste reicht für den Erwerb des Merkmals schlichter aus. Geh mal fix duschen. Z2er-Plan. Moment. So weit sind wir jetzt auch nicht. Sie wünscht sich trotzdem erstmal einen Teich der Mächte mit ihm zu haben. Also es ist einfach toll. Sag mal, Girl. Nee, du machst das jetzt selber weg. Das gibt's nicht. Vielleicht suchst du dir mal ein Ventil. Ist ja unnormal. Ich meine, ihr könnt ja, wenn ihr hier schon rumturtelt, ne? Ja, ich möchte gerne ein Date haben. Ich kann ja selber keins planen, weil ich Teenager bin. Aber wenn das Spiel von sich aus so das sagt, dann wird das bestimmt klappen. Oder auch nicht. Okay, es klappt nicht. Die romantische Zufriedenheit hat sich geändert. Aber ja, dann habt doch mal eine schöne Zeit miteinander. Nie zählt das. Completed. Mann. Ach süß, gibt er auf sie 8? Schön. Total wichtig. Warum passiert das immer wieder? Bitten zu reparieren. Jeremy Johnson. Du bist mein Favorit. So, dein Video ist fast fertig. Sehr schön. Das ist übrigens unser großartiges Porträt von unserem Treffen. Ist auch süß, ne? Aufbewahrungsbox beschriften. Wie geil ist das denn? Ich benutze diese Aufbewahrungssachen nie, ne? Aber ich liebe es ja so, dass es überhaupt so geht. Allein die Möglichkeit zu haben, macht mich manchmal einfach schon glücklich. Und er kann auch nicht locker lassen, ne? Nur weil du unser Babysitter warst. Mann, Mann, Mann. Okay, let's fetz. Dann lad das Video nochmal hoch. Ja, sie ist wieder Newcomer. Let's go. Jetzt haben wir 3 Ruhmpunkte, ne? Ich nehme erstmal nur das hier. Und dann können wir das ja immer noch erweitern, wenn wir das dann wollen. Um das ganze Gebühren zu feiern, fügt sie noch was zu ihrer Simstagram-Story hinzu. Dann kann sie ja mit ihrer Tochter reden und sagen, oh mein Gott, ich bin wieder ein bisschen Fame geworden, weil sie hat jetzt nämlich 100.000 Follower wieder. Also wieder ist so eine Sache. Aber sie hat 100.000 Follower. Danilo geht's auch gar nicht gut. Hm? Jeremy ist gegangen. Jetzt hör auf, immer überall Chaos machen zu wollen. Das macht mich richtig sauer. Aber ich habe irgendwie auch Lust, Amaya eine neue Frisur zu geben. Das habe ich ja letztens schon mal gesagt, ob wir die vielleicht mal abschneiden oder so. Also ich glaube, ich fände es richtig cool. I mean, stehen würde es ihr auf jeden Fall, ne? Oh, die ist ja süß. Die finde ich richtig toll. Ich bin kurz auf der Suche nach diesen Clips. Sah so aus, als wäre das auf beiden Seiten, aber es sieht aus... Also anscheinend gibt es das nur für eine. Aber schon okay.
Also das gefällt mir ganz gut so. Da will man einmal in Ruhe aufnehmen. Ich dachte, im Frühling wäre hier eine Rollschuhbahn. Das wäre so süß gewesen. Ich hätte die safe jetzt Rollschuh fahren lassen. Das ist gemein. So, und du kannst vielleicht noch mal ein bisschen boxen gehen. Alter, die wird auch immer dünner, ne? Das ist so krass. Bald sieht man sie nicht mehr. Oh, hallo Jeremy. Welcome back. Die haben einfach eine volle Leiste, ne? Wie schön. Was hat sie hier vor? Plaudern. Wange streicheln. Mauselig. Und dann zeigt sie sich jetzt ja zum ersten Mal ihre neuen Frisur. Süß. Sie so, und gefällt's dir? Süß. Sie so, ich habe keine Lust, euch küssen zu sehen. Natürlich macht er schon wieder das Puppenhaus kaputt. Was denn auch sonst? Vielleicht möchte er eher über Nacht bleiben, während seine Tochter hier gerade schlafen geht. Ja klar, macht nochmal ein Techtelmechtel. Wenn ihr sonst nichts zu tun habt, irgendwann werden diese 1% eintreten, ne? Und dann werde ich weinen. So, reparier doch erstmal das Puppenhaus von deiner Tochter. Sie wird sich freuen, wenn es wieder heil ist. Und ihr zwei? Ihr habt ja auch wieder eine volle Leiste. Schön. Also das finde ich wirklich richtig toll. Also Celeste muss tatsächlich schon wieder in die Schule. Es ist schon wieder Montag. Vor bevorstehender Hochzeit sperren. Süß. Ich meine, es dauert ja noch, ne? Sie muss ja noch mindestens Erwachsene werden. Also junge Erwachsene. Zwischendurch essen die sich einfach auf. Also das ist einfach toll. Gefühl der Erfüllung, weil zufrieden in einer romantischen Beziehung ist. Oh. Komm, lass uns dieses Glücksgefühl doch mal nutzen. Und wir gehen in der Bar. Ne, beziehungsweise im Café. Ein bisschen singen. Das hätte ich streamen können. Mist. Was geht, Malia? Oh, der chillt hier mit seinem Laptop. Wer bist du? Laurie. Die Spielkonsole Unorthodox 2 kommt bald auf den Markt und das Marketingprojekt. Wir müssen bla bla bla. Verwende die Videostation, um das Medium-Material hochzuladen. Oder Gamer lieben Schimpftiraden, was? Werde wütend, schreien die Kamera und Videostation, das alles raus. Ja, ich glaube, eine normale Aufnahme ist, glaube ich, okay. Also es läuft auf jeden Fall gerade ganz gut. Schön. Weil ich meine, ja, wir bekommen natürlich Geld dadurch, aber viel wichtiger, wir bekommen Ruhm. Und das ist halt ja genau das, was wir hier gerade irgendwie in irgendeiner Form haben wollen, ne? Sie ist sogar auch ein Star. Wer ist denn hier schon wieder? Wir unterbrechen, ne, die Gesangsstunde und sprechen natürlich mit Mizuki, wenn man sie schon sieht, ne? Wir wollen sie jetzt ja nicht mehr ignorieren. Fragen wir sie, was sie hier so macht. Ew. Oh, sie haben sich gerade zum Begrüßen umarmt. Es wird wieder besser. Erziehungstipps geben? Das ist deine Mutter. Das wäre absolut... Also es würde, glaube ich, wieder ein Fass aufmachen, wenn du das tun würdest. David Rosen, wer bist du? Was machst du hier? Kann eine Tochter nicht mal mit ihrer Mutter reden, ohne belästigt zu werden, oder was? Okay, Mizuki ist gegangen. Dann gehen wir jetzt auch. Dann kümmern wir uns um unser Video. Das Licht in der Kamera sieht heute ganz schlimm aus. Es tut mir so leid. Oh, und sie ist eine Emotionsbombe. Aber ist ja nichts Neues. Rechnungen. Oh, sie ist gerade sogar wütend. Na, dann kann sie natürlich auch einen Schimpfvlog aufnehmen. Ich weiß nicht, wieso sie jetzt immer nur so eine Sekunde aufnimmt. Aber ist mir egal. Alles falsch an der neuen Spielekonsole. Hashtag Product Placement. Hashtag New Console. Hashtag Mad Gamer. Vor allem, sie ist ja gar nicht so krasser Gamer, oder? Naja. Also, sie findet Videospiele halt okay. Aber Product Placement ist Product Placement, wa? Das nimmt man wohl an. Achso, das müssen wir vielleicht noch hochladen. Obwohl, sie muss, glaube ich, erst weniger sauer sein, damit das überhaupt geht. Box dich vielleicht einfach mal aus. Da steht sogar etwas Dampf ablassen. Oh mein Gott. Das ist einfach eine Krabbe. Warum das denn? Oh, ist das schön. Ja, let's go. Ab in die weite Welt damit. Celeste ist Zweierschülerin. Let's go. Und sie hat noch ein Schulprojekt mit nach Hause gebracht. Das können wir mal hier in den Garten stellen, weil es ist jetzt ja wieder besseres Wetter und so. Da kann man auch mal draußen arbeiten. So, du regst dich jetzt erstmal ab, nimmst ein Schaumbad. Yay, das hat funktioniert. Meredith, was zur Hölle. Aber eigentlich könnten wir spenden. Wir haben eigentlich genug Geld. Und es gibt uns Ruhm. Warum eigentlich nicht? Das sieht sehr gut aus. Ah, ist auf Tomarang das Essen. Sie kann ja mal alte Videos promoten. Und jetzt wird anscheinend hier dran gearbeitet. Sehr schön. Level 7 der Mentalfähigkeit. Let's go. Und Amaya ist arbeiten. So eine fleißige Maus ist sie, ne? Level 2 der Logikfähigkeit. Let's go. Celeste wird jeden Tag klüger. Oh, das ist so süß. Wow, sie hat jetzt während Amaya auf der Arbeit war, komplett an ihrem Projekt gearbeitet. Vielleicht beendest du es heute nicht. Du musst auch einfach schlafen gehen. Also, war es fleißig genug heute. So, jetzt tut ihr ihre Tradition ja ganz gut. Dann kann sie nämlich den Spaß auch direkt füllen. Sie hat noch Level 7 der Kochfähigkeit erreicht. Zum Ende des Parts hin. Denn ich muss jetzt hier dann auch mal den Part beenden.
Weil ich habe es auch letztens schon gesagt, meine Ausbildung hat ja begonnen und ich bin sehr müde und es ist sehr anstrengend alles. Und ja, vielleicht kommt das dann so ein bisschen kürzer, dass ich halt dann nicht so lange aufnehmen kann oder sowas. We will see, wie das dann auf Dauer sein wird. Wie gesagt, ihr dürft entscheiden, was wir mit dem Geld noch irgendwie machen wollen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. So langsam habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, wann wir dieses Let's Play enden lassen wollen. Und ich dachte so, vielleicht so bei 50 Parts, das wäre vielleicht optimal, dass wir da vielleicht versuchen, unsere Gelegenheiten alle irgendwie noch irgendwie zu regeln. Lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Story-Vorschläge habt, auch die könnt ihr gerne in die Kommentare packen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!